Moin Leute und willkommen zurück wieder zu Pokémon X. Ja, wir sind da in diesem komischen Kraftwerk, wo wir dem Stromausfall auf die Spur gehen müssen. Und ja, logischerweise befindet sich hinter dem Stromausfall die Gruppe Team Flare. Und der startet gleich durch mit seinem Schluckbuck-Entwicklung. Das ist Schluckbech. Ja, komischer Name, aber naja. Ja, Spezialangriff steigt. Okay, cool. Wir haben ja unserem Relaxo haben die Surfer beigebracht, um einen Vorteil in meinem Online-Kampf zu haben, aber ja, wir haben es gar nicht richtig gebraucht dort. Naja, spielt ja keine Rolle. Ach, jetzt macht er noch Amnesie. Was ist das? Ah, okay. Ja, na klar, Spezialverteidigung steigt. Oh. Gut, dann eben Body Slam. Nicht du. Ich sollte das einsetzen. Mein Gott. Nimm das. So, es ist der wenigstens auch paralysiert. Dann machen wir da mal, wie heißt das? Stärke. Gut, der hat nicht mal mehr Pokémon, das heißt, das war's. Flare! 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 Ja. Naja. Okay. Da gibt's recht viel irgendwie. Worauf ich jetzt Lust hätte, dein Pokémon-Team so richtig fertig zu machen. Ja, mit welchen Pokémon? Mit zwei Stück. Und dann noch ein Kleopatra, okay. Oh. Entschuldigung. Los, Relaxo. Bring das Kleopatra zur Strecke. So. Ah, verdammt, Mogelhieb. Ich wette, das schreckt mir. Ist klar. Ach, komm schon. Was soll die Scheiße? Ja, der muss eh nicht mehr schneller werden. Das ist auch ein bisschen unnötig. Ich meine, die hätten da ein bisschen aufpassen können. Also, oder mehr Mühe geben können. Ich meine, Cleopatra ist ja schon viel schneller als mein Relaxo. Schon nur, weil mein Relaxo paralysiert ist und das andere nicht. Und dann muss es doch, seine Initiative muss es doch nicht noch mehr erhöhen. Nützt doch nicht. Was? Ja, okay, ich kann es nicht zweimal hintereinander einsetzen, weil es mich gefolterknechtet hat. So, machen wir eben Stärke, geht ja auch. Und Body Slam. Ach, naja, okay, ist nur die Dingskäfen, Spezialverteidigung. Wir machen ja da etwas mit physischen Attacken. Ja, scheißegal. Wie auch immer. Ach, komm schon, du scheiß Relaxo, Alter. Mach deinen scheiß Body Slam. Ah, geht doch. Mein Gott. Ja, natürlich überlebt er es. Natürlich. Oder sie überlebt es. Ja, vielen Dank für die Zugabe. Ah. Ja, okay, macht er eben nochmal Stärke. Body Slam. Auf jeden Fall ist der Schluckweg da besiegt. Und es dauert nicht mehr lange, bis das Relaxo Level 37 ist. So, Moment, ich werde mal mein Relaxo von der Paralyse da befreien. Super Trunk zuerst einmal und dann Paraheiler. Nee, nicht gegen Gift. Paraheilung. Nee, nicht auf Koshutsu. So, jetzt. Nochmal ein Trainer. Hier lasse ich dich auf keinen Fall vorbei. Das verbietet mir mein Stolz. Na, wenn du meinst. Blibunkel. Ja, schon wieder ein Gift-Pokémon. Jetzt sehen wir das gleiche mit denen. Game Freak behandelt solche Pokémon, eben Gift, Käfer und so, auch zum Teil Unlicht und, ja, doch Unlicht,
Unlicht, Gift und Käfer behandelt Game Freak, wie wenn es böse Pokémon werden. Es ist einfach so. Irgendwie. Denn die Bösewichte da haben immer so Gift, Käfer und ja eben Unlicht. Die Bunkel ist ja Unlichtkampf, oder nicht? Nee, Unlichtgift. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Ja, ein Zoro-Kex. Kex. Den werden wir auch einfach gleich mal platt drücken. Wie auch immer. Und jetzt kommt er mit seinem letzten Pokémon. Ich hoffe, das Relaxo steigt ein Level. Denn ich will endlich mal mit meinen anderen Pokémon weiterkämpfen. So, nimm das. Geht doch. Ja, wir erreichen Level 37. Gut. Diese Niederlage macht mir nichts aus. Mein Stolz kann mir keiner nehmen. Wenn du meinst, ist ja nicht mein Problem. Gut, also, dann können wir ja da endlich mal wieder wechseln. Und zwar auf Quajutsu. Und wir werden jetzt den EP-Teil wieder aktivieren. Beutel. Dann darüber gehen, EP-Teile, hier, anschalten. Gut. Gehen wir da rauf, oder? Ach so, hallo. Grrr, dann weise ich dich eben in die Schranken. Ja, dann steh doch da. Ich bin ja hinter dir, Idiot. Naja, egal. Was sind denn das für komische Käuze? Wie lange noch? Wenn es dir nur um die nackten Zahlen geht, dann würde ich sagen, dass wir bereits genug Energie zur Inbetriebnahme haben. Sehr gut, dann lass uns hier rasch alles zusammenpacken. Wir haben schließlich noch genug anderes zu tun. Genug anderes? Meinen Sie damit etwa, dass Sie noch diesen rotzfrechen Trainer dort erledigen müssen? Was für eine Überraschung! Ich war eigentlich sicher, dass wir mit den Arbeiten alle Störenfriede aus dem Weg geräumt hätten. Hätten, wie auch immer. Wer ist denn das jetzt? Eine Herausforderung vom Teamflair-Vorstand. Okay. Ja, ein Hundemon. Da haben wir ja das perfekte Pokémon ausgewählt. Hundemon, du hast keine Chance. Ich werde doch mal meinen Wasser-Shuriken einsetzen. Ja, okay. Das war ja mal einfach. Yes! Da habt ihr den Scheißvorstand. Dürfen wir gegen die andere auch noch kämpfen oder nicht? Mal sehen. Los, Superhelden, kümmere dich um die Nebensäge. Haha, danke für die Blumen. Nichts lieber als das. Los, Trainer, zeig mal, was du so kannst. Nichts lieber als das. Komm schon her. Erlaub mir bitte, mich dir zunächst vorzustellen. Mein Name lautet Aliano und wie du sehen kannst, bin ich ebenfalls ein Mitglied von Team Flair. Mein Forschungsschwerpunkt bezieht sich auf einen Sachverhalt, dessen Tiefgründigkeit sich dir jedoch nicht einmal annähernd erschließen dürfte. Zu deinem Leidwesen wurde ich mit der recht profanen Aufgabe betraut, dich hier ungespitzt in den Boden zu rammen. Ja, das werden wir gleich sehen, ob du mich da in den Boden rammst. Team Flair Aliana. Ja, auch nur ein Pokémon. Alter, das ist einfach keine Herausforderung. Ein Pokémon. Ja, Level 38, das ist doch scheißegal. Ob es Level 38 ist oder nicht. Die sollten irgendwie vier Pokémon haben, die Level 36 sind. Das wäre mehr oder weniger eine größere Herausforderung. Aber naja. Seht ihr das? Der stirbt gleich. Das ist ja nichts. Naja. Ach egal, die wäre besiegt. Du bist stark, ja, kein Zweifel, du bist sehr stark. Die Bewegungen, die mein Charakter da macht, sind auch irgendwie langweilig, immer das Gleiche. Tja, wer hätte das gedacht, was du alles so in deine recht banale Hülle steckst? Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich bald mal wieder. Ja, und dann kann ich dich ja noch nur mehr erlegen. Wer ist denn das?
Nanu, du... Ich? Ich? Du hast es vor uns bis hierher geschafft und noch dazu diese rätselhaften Gestalten in die Flucht geschlagen? Gut, je mehr Leute Carlos beschützen, desto besser. Als kleines Dankeschön heile ich dein Pokémon-Team. Ja, wow, ich habe ja gar keinen Schaden genommen. Du und dein Pokémon-Team seid eine nahezu unschlagbare Kombination. Ich sollte es aber trotzdem nicht übertreiben. Nimm das hier bitte an dich. Top-Genesungen. Mehrzahl, okay. Dank dir dürfte der Stromausfall in Illumina City nun der Vergangenheit angehören und das Tor zu Route 13 ebenfalls wieder begehbar sein. Bevor wir, die maskierten Helden, uns nun auf den Weg machen, möchten wir dir noch ein von Herzen kommendes Au revoir zuhaufen. Von mir aus... gestörte Leute irgendwie, ja. Gut, das heißt, wir können ja wieder zurückgehen nun. Und ja, dann heißt es nun, auf nach Illumina City. Ja. Vielleicht finden wir ja dort einen Attacken-Wiedererlerner. Ich hoffe es auf jeden Fall. Können wir das Fahrrad einsetzen? Nee, das geht nicht. Schade. Müssen wir eben laufen, wie normale Menschen das eben machen. So. Jetzt sind wir wieder auf der Route 13, Illumina-Steppe. Moment, zuerst einmal ziehen wir das da ab und aktivieren das Itemradar. Was steht denn hier Schönes? Elektropokémon, ja, immun gegen... Ah ja, das ist ja neu. Das Elektropokémon immun gegen Dingenskirchen sind, gegen... Moment kurz. Gegen Paralyse. Sonst war das ja nie so. Was ist denn das hier? Vorerst komme ich da nicht durch. Was soll das? Mein Gott, ey. Ja, von mir aus. Was ist denn hier? Da kann ich nicht durch. Was will Tenepomus? Muss ich nicht wissen. Ach, verdammt. Naja, vielleicht ist es ja ein Stolunior. Ne, ich bezweifle es. Gäbe irgendwie keinen Sinn. Ich denke mal, dass wir ein Stolunior in einer Höhle finden werden. Ich habe nur leider keine Ahnung, in was für einer das sein wird. Ich will unbedingt meinen Larvitar haben. Eben, wie gesagt, ich und Janik werden dann tauschen. Also ich werde ihm dann... ein Stolunior geben und er wird mir das Larvitar geben. So, gut, können wir da mal weitergehen. Ich will eigentlich wissen, ob das hier sonst noch irgendetwas hat. Ah, verdammt, der Scheiße nochmal. Hört schon auf damit. Scheiß Dickdries, ey. Na gut, er will ja unbedingt sterben. Also machen wir Surfer. Noch ein Kampf und mein Koschutsu erreicht Level 42. So, also hier hinten waren wir ja vorhin schon, also gehen wir jetzt einfach... Du kannst mich mal! Mein Gott! Nein, jetzt im Ernst? Ja, ich brauche kein Knackion. Also, wenn ich es fangen könnte, würde ich es schon nehmen. Ja, logisch, aber... Ein Libeldra ist nicht schlecht, aber ich habe lieber ein Destra. Schon nur, weil es eine Mega-Entwicklung hat. Ja, na klar. Da wäre mir ein Dickdrie viel lieber gewesen. Naja, man kann ja nicht alles haben. Kann ich da durch? Nope, da komme ich auch noch durch. Aber Moment mal. Nee, da ist auch nichts. Da hinten hat es aber einen Pokéball. So. Eine Feuertafel. Wir haben... Ja doch, wir hätten ein Feuer-Pokémon. Eben, Glurak. Aber... Er hat schon das Mega-Dingskirchen. Das Mega-Item. Mega-Glurak nicht. Ja. Eben, da waren wir auch vorhin schon, ja. Da können wir auf jeden Fall nicht durch. Das heißt wiederum, dass irgendwo hier unten der Weg sein müsste. Ja, genau hier. Ah, ja, ne. Mit dem wir sind... Oh, was ist denn das? Alter, zum Teufel ist das.
Pokémon. Das Blumen-Pokémon. Das Blumen-Pokémon, dem das ewige Leben geschenkt wurde. Alter. Wer ist denn das? Der ist ja riesig, Alter. Lol. Es fühlt sich nicht einfach, es fühlt sich einfach nicht an wie Illumina City, wenn der Turm nicht hell erleuchtet ist. Was auch immer. Der Arenaleiter Citro, war während des Stromausfalls völlig außer sich und wusste weder ein noch aus. Wie vom Wederrad gestochen ist er die ganze Zeit hin und her gerannt. Aha. Uninteressant. So, wir sind da mal wieder in Illumina City, die größte Stadt von Kalos. Master C! Oh, hallo! Als ich dich eben da vorne gesehen habe, bin ich gleich losgesprintet, um dich noch zu erwischen. Hast du schon gehört, der Stromausfall in Illumina City ist endlich behoben. Irgendwer hat diesen finsteren Gestalten, die den Strom von Kalos Kraftwerk für sich abgezweigt hatten, das Handwerk gelegt. Ich frage mich, was das wohl für ein 1000 Zassa gewesen sein muss. Ich war das. Echt Wahnsinn! Du warst das als Master C? Weißt du, was das Beste daran ist? Der Turm strahlt nun endlich wieder über die Stadt. Das müssen wir zusammen ansehen. Komm, Master C, das ist immerhin das Wahrzeichen von Illumina City. Ja, der Eiffelturm, ja. Na los, wenn man hier geradeaus fertig ist, stößt man direkt auf den Prismaturm. Mhm. Wenn du willst, aber ich will da irgendwie... Das ist jetzt der Nordring da. Ah. Wir müssen also dahin. Schade. Kann ich das Fahrrad nehmen? Ja. Stimmt es, dass man in Kalos nicht 80 sagt, sondern 4x20? Ja, das stimmt. Französisch eben. Scheiß Sprache. Ja, tut mir leid. Kann ich mit dem nicht reden? Nee, das geht nicht. Ja, wie auch immer. Place Rose. Wenn ich dir in die Augen schaue, will ich dir die Sterne vom Himmel holen. Ach, wie poetisch du bist, Schatz. Das Mondlicht bringt meine romantische Seite zum Vorschein. Ja, wie auch immer. Ein Mittel zum Team Flair. Ein Café, so rot und schick wie wir. Dort erörtern wir die erforderlichen Maßnahmen, um unseren Traum von einem wunschlos glücklichen Zukunft in die Tat umsetzen zu können. Das bittere schwarze Elixier namens Espresso. Es ist das Öl, das unseren Motor schmiert. Ja, wie auch immer. Und wer ist das hier? Pardon, hier kann es momentan nicht durch. Es gab einen Stromausfall und wir suchen gerade herauszufinden, woran es liegt. Den haben wir doch behoben. Naja. Das heißt, auch hier werden wir nicht durch können. Und das heißt wiederum, wir müssen da geradeaus gehen. Ach so, da ist auch die Arena gleich. Und Citro ist auch davor. Ich glaube, das ist Citro. Gutes Timing. Angeblich gehen die Lichter gleich wieder an. Ah, da ist ja Citro, der Arena-Leiter von Illumina City. Er ist auch als Erfinder bekannt und baut immer irgendwelche Maschinen. Hey, ihr beiden, das hier ist der Freund, von dem ich euch erzählt habe. Mhm. Sag mal, bist du immer noch nicht fertig? Noch nicht ganz. Ich muss noch überprüfen, ob der Lichtschaltkreis hier in Ordnung ist. Ah, Sana, möchte sich dein Freund hier etwa der Herausforderung der hiesigen Arena stellen? Tut mir furchtbar leid, aber ihr müsst euch noch einen kleinen Augenblick gedulden. Komm schon, Citro. Perfekt, alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Dies hier ist einer jener bahnbrechenden Momente, in dem uns die Wissenschaft ein gutes Stück in die Zukunft katapuliert. Prismaturm Lichtgenerator, an! Okay. Das ist ja voll die Stromvergeudung. Naja. Wir können ja leider da nichts daran ändern. Gut, das Ganze ist ja jetzt an. Das heißt, wir können uns ihm stellen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur hingerissen. Wie eine unvergessliche gemeinsame Erinnerung mehr. Was, Master C? Ausgezeichnet. Wieder mal weiß einer meiner Verbindungen auf ganzer Linie zu überzeugen. Der Prisma-Turm-Lichtgenerator scheint ja ausgezeichnet zu funktionieren. Ja, ja, wie dem auch sei. Lass der Herausforderer lieber nicht so lange warten. Der Prisma-Turm ist gleichzeitig die Pokémon-Arena von Illumina City. Diese Maschinen, die Citro da immer baut, sind echt beeindruckend. Ich habe auch eine bekommen, mit der man Rätsel lösen kann, aber habe sie noch nicht eingesetzt, weil es dort, weil es doch irgendwie schade drum wäre. Also dann, viel Erfolg in der Arena, du schaffst es. Vielen Dank, Sana, für deine Glück, Wünsche.
Ja, aber wir suchen zuerst einmal etwas. Vielleicht können wir ja jetzt dadurch. Ja, jetzt geht es. Jetzt können wir dadurch. Herbstallee. Also ich werde mal da vom Fahrrad steigen, da wir ja, uns ein bisschen so umsehen wollen. Was ist denn das hier? Pokéball Boutique. Das interessiert uns eher wenig. Was ist das hier? Restaurant Chez irgendetwas. Dann ist das hier Saftbar. Kommt das nur so vor oder ja, was auch immer, müssen wir da nicht lesen. Ja, ich will das Schild da lesen. Vielleicht steht da irgendetwas Interessantes drauf. Ah, Moment, ja. So wie Restaurant Chez Norm zu finden. Ach nee, ich wollte jetzt nicht da durch. Ich wollte wieder geradeaus laufen. Also wieder. Ich wollte einfach geradeaus laufen. Ja. Gut. Ich hoffe einfach, dass wir in dem Part da den Attacken wieder Erlerner finden. Also ich weiß ja nicht, ob der überhaupt in Illumina City ist. Ja, wir werden es ja herausfinden. Nee, wir gehen da einfach mal da durch, oder? Ja, wieso nicht? Mal sehen, was das hier ist. Sushi-Wok. Und das hier? Nee, ich wollte nicht rein. Ach komm. Egal. Bis vor kurzem gab es hier keine Miete, doch das hat sich zum Glück geändert. Ich denke, der neue Mieter wird bald einziehen. Ja, von mir aus soll er doch. Ich suche immer noch den Attacken wieder erlernen, oder wie auch immer man den nennen will. Was ist denn hier hinten? Ich wollte Zeit meines Lebens einsammeln. Hä? Egal. Also habe ich diverse Kriegskünste studiert. Ich bin zwar nicht mehr im aktiven Training, aber wir können trotzdem kämpfen, oder? Von mir aus. Dann zieh dich vor, es geht los. Ja, wenn du unbedingt verlieren willst, ein Pokémon natürlich. Wir haben immer nur ein Pokémon. Naja. Und wieder ein schönes Detail. Und zwar sind wir ja hier in einer Gasse und auch im Kampf sieht es so aus. Und was jetzt nochmals geiler wäre, ist, wenn der Trainer hinter dem Pokémon stehen würde und da ständig irgendwelche Bewegungen machen würde. Das wäre doch nochmal geil. Ich denke mal, in der nächsten Edition werden sie das machen. Auf Wiedersehen, Machok. Und Quajutsu erreicht Level 42. Ja, auch Glurak erreicht gleich Level 41. Und der will Schlitzer erlernen. Ja, für Schlitzer werden wir Dunkelklaue vergessen. Weil Schlitzer ist eine starke Attacke. Gut. Und er wäre besiegt. Folgst du vielleicht dem Ehrenkodex der Samurai oder warum verpasst du mir nicht den Gnadenstoß? Es ist nur ein Pokémon-Kampf, hör mal. Naja. Du gibst mir nichts? Ah, der ist weg. Von mir aus. Ja, wir gehen jetzt da durch, dann hier nach links. Winterallee. So, mal sehen, was wir denn da... Ne, ich wollte nicht rein, ich wollte das scheiß Schild lesen. Wow, da läuft ja mal was. Gib mir da vielleicht jemand irgendein Item oder so? Denk mal nicht. Naja, gehen wir wieder raus. Was haben wir denn da? Restaurant Deluxe. Ja, wir brauchen da kein Restaurant. Abseits der belebten Straße muss man immer auf der Hut sein. Wenn du meinst, ich will da durch hin, also da hinten. Platz schon, war ich hier nicht schon einmal? Ich glaube schon. Mal sehen, was hier drin ist. Ist hier sonst niemand mehr? Doch, hier. Trowaito. Aha, sein Bruder ist also Trowaito, der mit uns reist. Okay. Ja, cool. Aber es hilft uns ehrlich gesagt nicht weiter, leider. Hier ist schon wieder so eine Gasse.
Mal sehen, wo wir jetzt sind. Ach so, sind wir wieder hier vorne. Ja. Ich habe das Gefühl, wir finden die Arena einfach nicht. Nicht Arena. Die Arena ist vor meinen Augen. Ich meine, Dings. Wie heißt's? Den Attacken wieder erlernen. Puh, diese Arena ist echt hammerhart. Damit hätte ich nicht gerechnet. Wie du meinst, mal sehen, was da hinten ist. Plaste schön, da war ich ja auch schon. Gehen wir einfach mal da geradeaus weiter. Plas Wert oder Wert oder wie auch immer, keine Ahnung. Lass mich in Ruhe, du näherst, wenn du einen Kampf willst, dann kannst du den lieben gerne haben. Also willst du kämpfen oder was? Ja, wieso denn nicht? Dann können wir eben auch gleich trainieren, ist ja nicht allzu schlecht. Aber die gefällt mir nicht. Alter, ein Rockyman. Schon wieder nur ein Pokémon. Alter, was geht denn mit denen ab? Naja. Aquavelle und tot ist er. Es ist sogar nur Level 30. Naja. Evoli erreicht Level 39. Und Monargoras auch. Also, nee, er erreicht Level 40. Ja. Nein, Evoli, du darfst dich immer noch nicht weiterentwickeln. Es ist bereits Level 39 und noch nicht weiterentwickelt worden. Naja. Wir brauchen unbedingt diese Fee-Attacke. Unbedingt. Ja, du kannst mich mal. Internetverbindung verloren. Naja, egal. Zum Glück brauchen wir kein Internet, um das Spiel zu spielen. Ja, was auch immer. Verwandeln. In wen? Hey, den kenne ich doch. Aha. Ja, geben wir dem einfach mal Trinkgeld. 1000, weil wir es können. Ich dachte schon, der kommt mir bekannt vor. Ah. So, die ist ja schon wieder da. Oder ging die weg? Egal. Südring! Wo ist denn das genau? Karte? Ja, wie auch immer. Bla bla bla. Südring, das hilft mir auch nicht weiter. Was haben wir denn hier drin? Auch nur irgendein Hotel oder so. Ja, Taxifahrer. Ja, komm. Irgendwie wäre es ja schon logisch, wenn der hier drin wäre. Also, der Attackenwiedererlerner, oder wie auch immer man dem sagen will. Aber ja, es sieht nicht so aus. Hier können wir das Pokémon-Promo aufnehmen. Wollen wir aber nicht. Hier könnten wir Haare schneiden. Brauchen wir aber nicht. Ein Café. Ja, mal sehen, was da auf dem Schild steht. Sommerallee. Ah, Moment, da steht noch was drauf. Zahlreiche Läden für Kenner. Ja, mal sehen, was ist das? Das sieht komisch aus. Vielleicht ist es ja das, was sie suchen. Sieht nichts aus, ne. Was ist das? Ein Glücksspielstand? Ja. Nee, machen wir nicht. Kein Bock auf das. Ich will unbedingt einmal eben den Attacken wieder erlernen, finden. Das sieht aus wie ein Buch. Vielleicht ist es ja da drin, wer weiß. Nee, was ist das? Ich will doch mit dem reden. Hallo. Wieso kann ich nicht reden? Naja. Oh, du bist es. Du bist mich besuchen gekommen. Wer bist du? Und, ah, die haben mir den Nebenteil gegeben. Ach so. Naja. Nein, mach dich nicht.
Der hilft mir irgendwie auch nicht weiter. Und du? Moment. Ja, möchte ich. Südring, ich werde mal alles lesen da. Ja. Nein. Nordring, die Straße umspalten. Aha. Und der Bahnhof, was für. Also hier gibt es Haus der Prüfung. Und der TMV hält. Ja, was auch immer. Nein, musst du nicht. Der Ort heißt. Oh, ups, scheiße, das habe ich aus Versehen da drauf geklickt. Nordring, da gehen wir nachher mal hin, aber. Ich denke mal, ich werde mich da offscreen in der Stadt hier ein bisschen umsehen. Im Moment, Geschäfte findest. Mhm. Nein, musst du nicht. Dann gibt es hier nochmal einen Ort. Sommerallee. Oh, da gibt es noch viel. Ja. Rollerskatens. Nein, also hier sind wir ja momentan. In der Sommerallee. Herbstallee, gibt es was? Finde ich. Nein, du musst mir wieder einmal nicht sagen, wie man dorthin kommt. Dann gibt es noch die Winterallee. Drei Sterne Lokal. Nein, da gibt es also nicht mehr. Nein, 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 ich wollte nochmal reden. Ja. 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 Dann gibt es noch den Zentralplaza. Aha. Nein. Okay, die sagt mir leider nicht, wo sich der aufhalten könnte. Das heißt, wir werden vielleicht. Also, vielleicht ist es nicht so wichtig eigentlich, dass sie es erwähnen muss. Naja, auch egal. Auf jeden Fall beenden wir unseren Part hier. War ein bisschen ein längerer Part, aber. Ja. Eben, wie gesagt, der Part ist hier beendet und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute.